übernimmt. Herr Präsident, es ist eine große Freude, Sie heute Morgen hier zu begrüßen. Sie haben das Wort. Vielen Dank im Namen Gottes. Sehr geehrte Anwesenden, erlauben Sie mir zuerst, mich bei Herrn Sein Exzellenz Echinger zu bedanken, also Konferenzvorsitzender, für die Einladung an dieser Konferenz teilzunehmen, nicht nur als Präsident für einen Staat. Das Staat engagiert sich ja auch für die regionalen und afrikanischen und arabischen Fragen, sondern wir möchten ja auch die Sicherheit etablieren in im Nahen Osten und in Afrika, sondern auch ist Ägypten seit einigen Tagen auch hat Ägypten dann die Leitung für die Afrikanische Union übernommen, also 2019. Und wir bemühen uns sehr, die Angelegenheit in Afrika, in den benachbarten Ländern Afrika zum Ausdruck zu bringen. Sehr geehrte Anwesenden, die Konferenz dieses Jahr wird gehalten, dann ist umgeben von zunehmenden Herausforderungen, vor allem dann die Konflikte und Spannungszonen sind dann immer mehr geworden. Die Extremismus und Terror wird dann verbreitet an verschiedenen Orten in der Region und vor allem auch das organisierte Verbrechen steigt dann überall. Das gilt als Druck für die für viele Städte in der Region. Und doppelt so schwer ist es geworden durch ja auch die Polarisierung in der Welt und an den verschiedenen Orten. Es gibt dann viele Probleme in der Region, wie zum Beispiel Naturherausforderungen und Katastrophen wie Klimawandel und Mangel an Wasser. Und das verlangt von uns ja auch mehr Zusammenarbeit und wir sollen ja auch von den Lektionen der Vergangenheit lernen. Das sind halt sehr viele Herausforderungen und diese zeigen ja auch in der Region, also im Nahosten und in Afrika auch, dass wir viele Konflikte, bewaffnete Konflikte erleben, Bürgerkriege, ethnische und konfessionelle Auseinandersetzungen, Terrorangriffe, aber auch Armut, Arbeitslosigkeit und schwache Produktivität und viele weitere Probleme, die ja auch zu mehr Wirtschaftskrisen führen könnten und Schuldenphänomene. Das sind alle Probleme, die von uns ja auch mehr Zusammenarbeit erfordern. Und dabei sollten wir auch die Zusammenarbeitsmodelle neu bewerten. Und das sollte dazu führen, dass auch die Konflikte beseitigt werden. Das heißt, wir sollten ja auch die gute Regierungsführungsfragen ja auch noch einmal verankern. Die Frauen stärken, die gelten ja auch als die Hälfte der Gesellschaft. Ebenso in den verschiedenen Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, dass wir auch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für die Jugendlichen schaffen, mehr Investitionsmöglichkeiten ja auch und Integration. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen solcher Herausforderungen bestehen dann die Prioritäten von der Afrikanischen Union im Jahr 2019 in den folgenden Fragen. Also erstmal regionale Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, dass wir zum Beispiel das Abkommen für den freien Handel dann umsetzen. Ebenso sollten wir auch weitere Programme für die nachhaltige Entwicklung erstellen bei der Afrika, also Agenda Afrika 2063. Und die sollten dann sukzessiv umgesetzt werden und aktiv, aber auch. Und das ist ja auch sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass zu den Prioritäten der Afrikanischen Union, gerade weil wir auch 2020 die Kanonen in Ruhe stellen wollen, dann sollen wir uns mit dem Thema Wiederaufbau ja auch beschäftigen. Und das heißt, dass wir die nationalen Institutionen in den verschiedenen Ländern der Kontinente auch weiterbilden möchten. Und Ägypten
möchte ja auch das Zentrum für Wiederaufbau und Entwicklung mit der Afrikanischen Union etablieren. Ägypten wird das ja auch die Sache dann organisieren. Und dafür möchten wir auch weitere Mechanismen für die Lösungen von bewaffneten Konflikten und ein nationales Konzept zu erstellen für den Wiederaufbau. Und hier begrüßen wir jede Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern, damit wir ein Sicherheitssystem erstellen können, aber auch nachhaltige Entwicklung erreichen können in der Region und in Afrika. Und dabei sollten wir alle Ressourcen zusammenbündeln und die nutzen ja auch von den Erfahrungen. Wenn man in diesem Kontinent arbeitet, dann hat man ja auch viele Ressourcen. Also es gibt dann, wie gesagt, fast 1 Milliarde Einwohner in der Region. Und das heißt, das kann ja auch einen Beitrag leisten für weitere Entwicklung weltweit. Terror hat ja auch, das ist ein internationales Phänomen und hat dann enorm große Erfahrungen. Und das erfordert von uns auch, dass wir uns mehr Mühe geben, um die Wurzeln dieses Phänomens ja auch abschaffen zu können. Dabei sollten wir ja auch diese Terrorgruppen bekämpfen. Oder auch, es gibt Länder, die den Terror ja auch nicht strafen oder sogar unterstützen. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf betonen, dass die palästinensische Frage, wenn das ja auch nicht gerecht gelöst wird, dann gilt das als Bedrohungsquelle für die Stabilität im Nahen Osten. Also das ist eine schwer belastende Erbe, schon seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, die internationale Gemeinschaft soll eine Lösung für dieses Problem finden, nach den internationalen Referenzen und nach dem Prinzip, also dem Zwei-Staaten-Prinzip. Und die Palästinenser haben auch ein Recht darauf, mal ein eigenes einen eigenen Staat zu haben, nach den Grenzen vom 4. Juni 1967 mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem. Und ich glaube, durch die Lösung dieses Problems würden wir ja auch weitere Lösungen für alle anderen Konflikte finden. Und ich glaube, die Sicherheitsfrage auch in Libyen ist auch ein sehr wichtiges Problem und eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, wir alle sollten den politischen Weg ja auch in Libyen unterstützen und die Institutionen, die staatlichen Institutionen auch weiter unterstützen, vor allem die Armee in Libyen. Und Ägypten hat ja auch zusammengearbeitet mit den Kollegen in Libyen, also die Brüder in Libyen, damit wir ja auch das erreichen können, dass es sich positiv auf der gesamten Region ja auch Auswirkungen haben. Und in diesem Zusammenhang sollte ich ja auch mal das Thema Migration erwähnen. Das Problem zu lösen, sollten wir ja auch die Ursprünge des Problems untersuchen und finden. Es gibt dann vielleicht ja weitere Hintergründe für diese Frage. Und ich glaube, ein großer Last für die Migration und Flucht dann liegt bei den benachbarten Ländern, Länder, die ja auch sehr viele afrikanische Migranten empfangen. Es ist ja auch sehr wichtig für Afrika, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Und deshalb haben diese Länder in den beiden Prozessen Valletta und Khartoum ja auch zusammengearbeitet, und um Lösungen für diese Herausforderung zu finden. Die Bemühungen und Initiativen, nationalen Initiativen in den verschiedenen afrikanischen Ländern haben ja auch zum Teil ja auch das Problem, also nicht gelöst, also sich mit dem Problem auseinandergesetzt, und Ägypten ist es gelungen,
Regelungen seit dem Jahr 2016, dass wirklich keine Flüchtlinge von den ägyptischen Grenzen oder von dem Meer dann von Ägypten ausgehen. Und ich glaube, wir sollten, wie gesagt, die Ursprünge finden und uns mit den Gründen des Phänomens auch auseinandersetzen. Wir empfangen Millionen von Flüchtlingen. Sie leben ja auch in Ägypten unter den Ägyptern und ohne jegliche Unterstützung von außen. Sehr geehrte Damen und Herren, Ägypten glaubt ja auch an einen internationalen Dialog und deshalb haben wir auch das Forum in Aswan für Sicherheit und nachhaltige Entwicklung. Die erste Runde wird dann Ende 2019 gehalten wird. Das gilt als Plattform, als Forum auch für die Sicherheitsfragen und Friedensfragen. Wir möchten eigentlich uns mit der Sicherheit und Wirtschaft und die Entwicklung von Afrika und der Region ja auch weiter zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir haben hier gemeinsame Fragen, dass wir uns ja auch mit, den, mit der Sicherheit und Stabilität der Region in diesem Zusammenhang sollten wir auch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Vielen Dank.